Ich sitze hier mit Roman Töppel. Roman, freut Hallo. mich sehr, dass es geklappt hat. Und wir wollen heute reden über die SS-Division Viking. Was kann man denn dazu sagen? Der erste Punkt, der immer einem einfällt, ist bei der Viking, dass es ja als eine Division gilt, in der viele Ausländer, also Nicht-Deutsche, gekämpft haben Genau. sollen. Es gilt ja immer so als die europäische Division. Und da kann ich aus aktuellem Anlass auch gerade auf die Militär- und Geschichte verweisen. Ich schreibe ab und zu Artikel für die Militär- und Geschichte, auch für das Normalheft, also die normale Ausgabe, die jetzt auch erschienen ist. Habe ich auch einen Artikel über die Panzerschlacht vor Warschau geschrieben. Aber es ist auch gerade ein Sonderheft über die Viking erschienen, wo es eben auch, also ich bin sehr stolz auf dieses Heft, weil wir auch viele gute Autoren da drin haben und also viele auch Kollegen von mir. Und es ist inhaltlich ein sehr gutes Heft geworden. Und da gehen wir natürlich auch auf diesen Mythos ein, auf mehrere Mythen. Und einer ist eben dieser, stimmt eigentlich so gar nicht. Man kann nicht sagen, dass die Viking eine europäische Division, eine besondere, der Ausländeranteil ist immer sehr, sehr gering gewesen. Der hat sich bei wenigen Prozent bewegt. Eigentlich ist die Viking nur propagandistisch immer hochstilisiert worden als die europäische Division. In Wirklichkeit war es eigentlich hauptsächlich eine deutsche Division. Aber sie hat diese Namensbenennung schon so in Anlehnung Wikinger, nordische Genau. Menschen, die nordische Rasse, oder? Das ist schon Ja, der auf Gedankengang bei jeden der Wiking Fall. dahinter. Das war eben der Anspruch Himmlers. Der wollte das so plakativ hinsetzen, das war aber der Anspruch. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da wieder auseinander. Die haben das nie geschafft, wirklich mal nicht mal einen großen Anteil von Ausländern reinzubekommen. Es hat sich immer bei wenigen Prozent bewegt, die Ausländer waren und auf die wird dann oft auch verwiesen, aber die in ihrer Masse weit mehr als 90% der Division Viking bestand aus Deutschen, also deutschen Okay. Bürgern und Reichsdeutschen und auch Volksdeutschen. Also ich sage es mal etwas salopp, es handelt sich eigentlich um eine deutsche SS-Division, die als Garnierung und zur Propagandabehauptung ein paar Ausländer dabei hatte, vorzugsweise wahrscheinlich aus den Niederlanden, Genau, Skandinavien nehme ich jetzt mal genau, an. genau. Gab es auch Franzosen in der Viking oder so? Ist Das, da die was? wurden ja, nein, die Franzosen ist ein eigener Fall. Deren hat sich ja erst die Wehrmacht angenommen, Und dann dieser Charlemagne? französischen Legion. Und später sind die dann in die SS-Division, in SS-Soldaten umgewandelt worden. Also hat die SS die Obhut übernommen. Und da ist ja die Charlemagne war eine Brigade zunächst, die ist nur der Viking unterstellt gewesen. Also die Soldaten Ah, sind nicht okay. in die Viking integriert worden und die ist ja dann unterstellt Also worden. die Ja. Viking ist schon überwiegend für, ich sage jetzt Genau. mal, nordische Nordische Völker. Länder. Man hat ja auch dann diese drei Regimenter, Nordland, Westland und Germania. Ah Und dann, ja. das spricht ja schon der Name. Also aus der Westland, da sollten vor allem die Niederländer drin sein und die Nordland eben Norweger. Und hat man auch massiv geworben, aber diese Werbung hat niemals den Erfolg gehabt, den sich Himmler erhofft hat. Also die Viking ist im Wesentlichen immer eine deutsche Division geblieben. Was mir bei der Viking noch einfällt, sind zwei Standarddinge, die man immer hört. Sie wird eigentlich noch zu den Elitedivisionen der Waffen-SS gezählt mit einer hohen Kampfkraft. Ja. Und es ist neben der Totenkopf eigentlich die einzige Waffen-SS-Division von diesen Elitedivisionen, die immer an der Ostfront war. Ja. Stimmt das beides? Das stimmt, die Viking ist wirklich ausschließlich an der Ostfront eingesetzt worden. Und diese Elite, da muss man sagen, die Viking zählte tatsächlich zu den kampfstärksten Divisionen der Waffen-SS. Wir haben das auch gebracht an maßgeblichen Beispielen, die wichtigsten Schlachten eben, bei der die Viking dabei waren. Die haben militärisch wirklich mit wenigen Mitteln, die haben nie die Stärke erreicht, die das SS-Führungshauptamt für sie vorgesehen hatte, weil sie ständig wieder an die Brennpunkte geworfen wurden. Die wurden eigentlich nie komplett so aufgestellt, wie sie mal aufgestellt werden sollten. Das haben wir auch ausführlich geschildert. Aber sie hat militärische erstaunliche Kampfleistungen erbracht. Also sie gehörte, wenn man jetzt das mal nicht werten will, wenn man das jetzt mal wertneutral sagt, sie gehörte mit Sicherheit zu den besten, militärisch besten SS-Divisionen. Ich denke, ihr habt im Heft dann auch über diese Einsätze geschrieben. Genau, es gibt Einsätze und da spielen natürlich auch bestimmte Führer. Also bei der Waffen-SS hießen ja die Offiziere Führer und die spielen natürlich eine Rolle. Und das ist aber entscheidend, auch wichtig, wir haben da auch ein bisschen muss man da auch ein bisschen dekonstruieren, weil als der Mann, der die Viking entscheidend geprägt hat, der immer als so ein ganz großer Mann hingestellt und militärischer Führer, das ist ja Felix Steiner gewesen. Wir kommen gleich zu Steiner. Ja. Ich hätte nur gern die Frage noch zum sonstigen Personal der Viking. Ja. Wir hatten jetzt schon behandelt, keiner, also wenig Ausländer sozusagen in der Viking.
Wie ist das mit KZ-Personal? Das ist ja eigentlich in der Forschung relativ unstrittig, dass es eine hohe Fluktuation oder Austausch mit KZ-Personal gab. Genau. Es gibt aber immer wieder die Behauptung, gerade auch im Zusammenhang mit der Viking, wahrscheinlich auch wegen dieser Ausländerbehauptung, sage ich jetzt mal, dass da nicht so viel KZ-Personal oder gar keins vielleicht sogar dabei gewesen sei. Also der Anteil von KZ-Personal ist mit Sicherheit wesentlich geringer gewesen als jetzt bei der frühen SS-Division Totenkopf oder anderen Divisionen. Die ja direkt aus den KZ-Verbänden kommt. Oder Reichsführer SS, wo dann auch Leute vom Kommandostab Reichsführer SS dann an die Front geschickt wurden. Aber es gibt ganz markante Beispiele und das berüchtigste Beispiel, und da haben wir eben auch einen Artikel dem gewidmet, ist Josef Mengele, der berüchtigte Todesarzt von Auschwitz. Der war vorher Sanitätsoffizier, Sanitätsführer bei der Viking und kam praktisch nach seinem Fronteinsatz bei der Viking, ist er ins KZ Auschwitz dann versetzt worden. Er ist ja bekannt, weil er in Auschwitz diese grausamen Menschenexperimente durchgeführt hat, auch mit Kindern. Zwillinge haben ihn besonders interessiert. Zwillingskinder, muss man dazu sagen. Ja. Genau. Und gibt es denn, aber ich nehme jetzt an, es gibt noch mehr Beispiele als Menge. Sicher, wir haben ihn jetzt mal herausgegriffen. Ja, klar. Er ist ja auch sehr bekannt. Beim Beispiel Verbrechen, das hat mich selbst überrascht. Ich habe einen guten Kollegen von mir geworben, habe gesagt, hast du nicht Lust? Den kannte ich noch aus dem Projekt Mein Kampf, weil wir ja auch zusammen an der kritischen Edition von Mein Kampf gearbeitet haben. Und da habe ich einen sehr guten Kollegen von mir gewonnen, Dr. Pascal Trees, der hat das Kapitel über die Verbrechen der SS-Division Viking übernommen. Und da war ich erstaunt, wie viel der herausgefunden hat. Also dass sie doch eine erhebliche Blutspur, das war mir gar nicht so bewusst, dass die auch eigentlich einen Ruf hatte, berüchtigt zu sein. Selbst unter den, hat er Beispiele gebracht, dass eben skandinavische Freiwillige, als die zurück nach Skandinavien gekommen sind, dann eben berichtet haben über die Verbrechen und da sträuben sich einem schon, also da stehen einem die Haare zu Berge. Wer waren da die Opfer? Ich nehme mal an jüdische Menschen. Also genau. Da sind selbst mir ein paar Verbrechen der Wikinger bekannt. Ja, also dass sie auch Massaker an Juden begangen haben. Natürlich auch an Kriegsgefangenen. Manchmal hat sich auch hochgeschaukelt. Also ich habe ja selbst auch Interviews immer noch geführt mit einigen SS-Veteranen der Viking auch, und manchmal hat es auch hochgeschaukelt, dass dann eben, wenn die festgestellt haben, ja, da ist haben ein Dorf beispielsweise wieder erobert und haben dann gesehen, da sind die Verwundeten, die sie zurückgelassen haben, die sind niedergemacht worden, dann haben die erstmal gesagt, jetzt machen wir erstmal keine Gefangenen mehr. Ja, oder erschießen sogar Gefangene. Das habe ich auch bei der Division Das Reich habe ich in Akten gefunden. Aber es gab wirklich auch ideologisch, also nicht situativ bedingt, sondern richtig so ideologische Verbrechen, wo die dann auch wirklich Juden auf Judenjagd gemacht haben und so weiter. Also eigentlich ein erschreckender Beitrag, sehr lesenswert. Wir haben jetzt gesehen, die Viking besteht sozusagen kaum aus Ausländern. Sie ist eine sehr kampfkräftige Division gewesen und sie hat eine Rotation mit dem KZ-Personal gehabt. Gab es auch, ja. Und da gibt es ja nun so einen Übervater, sage ich mal, der Viking, nämlich Felix Steiner. Relativ bekannter Begriff sozusagen, unter dem ich mir auch nicht so viel vorstellen könnte. Aber da seid ihr oder du bist da nochmal richtig reingegangen. Also Felix Steiner bin ich auch nicht der Einzige, da ist auch ein Kollege, der am Zentrum für Militärgeschichte gerade seine Doktorarbeit schreibt, der sich auch intensiv damit beschäftigt hat, beispielsweise mit dem Feldzug im Kaukasus, der hat ja auch Beiträge geschrieben. Und Felix Steiner hat ja auch maßgeblich so das Nachkriegsbild der Waffen-SS mit seinen Büchern geprägt. Also er hat ja zwei Bücher geschrieben, die Armee der Geächteten und die Freiwilligen. Und da hat er ja schon eben diesen Mythos europäische Freiwillige. Und dann hat er auch immer das so geschildert, als ob eigentlich der Himmler ein Feind der Truppe gewesen sei, als ob er immer gegen die Truppe agiert hätte, als ob die ihn alle nicht hätten leiden können, als ob die sich hätten von ihm distanziert, als ob er für alles verantwortlich gewesen sei. Auch diese unsägliche Aufblähung der Waffen-SS von einer kleinen, es sollte ja ursprünglich nur eine kleine Elitetruppe sein, zu einer riesenhaften Massenarmee. Und wenn man das aber dann vergleicht mit dem, was Steiner im Krieg gesagt, geschrieben und getan hat, dann ist das ein völlig anderes Bild. Also er galt damals nicht umsonst im Krieg als Himmlers Liebling, weil er hat beispielsweise im Kaukasus, das war auch erstaunlich, wenn er sich mit den Heeresdienstvorgesetzten, Heereskommandobehörden, wenn er mit denen in zwei war, nicht einverstanden war, dann hat er durchaus mal gesagt, gedroht, dass er das Himmler meldet, ja, also ein völlig anderes, von wegen distanziert. Und was auch der Kollege ein bisschen herausgearbeitet hat und was ich auch in einer anderen Divisionsgeschichte in der französischen gelesen habe, leider gibt es die nur auf Französisch, eine dreibändige der Viking, dass auch Steiner massiv taktisch versagt hat im Kaukasus. Also der war gar kein guter Truppenführer. Und das ist ein anderes Beispiel, wo er auch so Mythen aufgebaut hat. Er hat eben auch die Behauptung aufgestellt, dass an dieser unsäglichen Aufblähung der Truppe, die dann immer mehr ausgedünnt ist, was den Kampfwert verwässert hat, dass das eben Himmlers Machtstreben war. Aber Steiner hat maßgeblich dazu beigetragen durch seinen Ehrgeiz. Denn die sind gerade im Kaukasus unten 1942 und da drängt er den Himmler
aus der Division Viking noch eine zweite Division aufzubauen, die Division Nordland, weil er natürlich kommandierender General werden will. Und die wird dann aufgestellt. Und die Viking hat sowieso schon chronische Führer- und Unterführermangel. Ja? Also die haben eigentlich sowieso schon zu wenig Offiziere und Unteroffiziere, aber Steiner, weil er eben kommandierender General, weil er weiter aufsteigen will, drängt Himmler dazu, eine neue Division aufzustellen aus der Viking heraus. Also kann man das so zusammenfassen, Steiner ist ein ganz wesentlicher Treiber für diesen Mythos, dass die Viking hauptsächlich aus Ausländern bestanden hat. Das ich vermute, dass er das eher geschickt nahegelegt hat, als direkt behauptet, oder? Ja, er schreibt in seinen Büchern ganz deutlich, dass die Waffen-SS insgesamt sei eine europäische Armee mit einem europäischen Gedanken gewesen. Genau, also er legt das so nahe, dass dann natürlich für die Viking, die ja diesen Namen trägt und so weiter, dass die sozusagen das gewesen sein. So als Vorläufer des modernen Europagedankens. Und dann klingt es mir ja so, als hätten wir es hier mit dem, was wir ja bei den Wehrmachtsgenerälen wissen, ist ja, dass die also sehr viel Schuld auf Hitler übergestülpt haben. Genau. Und Steiner macht das so ein bisschen im Kleinen mit Himmler. Also, dass er eigentlich so ein bisschen der professionelle Waffen-SS-General ist. Genau. Und sozusagen der Himmler ist dann schuld. Und Himmler ist schuld und er äußert sich auch richtig abfällig. Er sagt dann beispielsweise, ja, Himmler hätte, statt sich dann feige durch Selbstmord den Konsequenzen zu entziehen, hätte er lieber in Nürnberg die Verantwortung für seine Männer übernehmen sollen. So weit geht das. Also genau was bei den Wehrmachtsgenerälen oder Generalen das Hitler-Blaming ist, das ist bei Steiner dann das Himmler-Blaming, ja. Okay, also sehr interessant, dass er eigentlich dieselbe Strategie fährt, bloß in einem etwas kleineren Rahmen auf die Waffen-SS bezogen. Klar, hängt natürlich mit seiner Stellung zusammen. Genau. Aber ich kann dann nur sagen, wir haben jetzt also vier wichtige Punkte zur Viking behandelt und die stehen alle in diesem Heft und kann ich nur empfehlen, lesen. Genau. Und damit danke ich dir, Roman. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.